Ich habe meinen Butterkuchen zwar noch nicht ganz aufgegessen, aber wir sind wieder pünktlich zurück. Dann habe ich wenigstens was, worauf ich mich gleich freuen kann nach dem Spiel. Ich habe ihn extra weggepackt, da soll er hier einen professionellen Eindruck machen, oder? Wir starten ins Spiel rein. 1. FC Köln gegen Hannover 96. Und die Kölner mit 4 Punkten aus 2 Spielen, 3:1 Erfolg gegen den VfL Wolfsburg und ein 2:2 gegen den VfB Stuttgart. Die Hannoveraner im ersten Spiel gegen Stuttgart verloren das mit 1:3 und verloren dann gegen Hertha BSC Berlin mit 2:4. Also schon so ein bisschen Druck im Kessel für die 96er, für die Niedersachsen. Köln sicherlich mit 4 Punkten im Soll. Abschlussversuch und ja, ich hoffe eindringlich, dass sich diese Zahl an Abschlüssen morgen echt etwas reduziert, weil ich es einfach für unnötig halte, hier in der Halle. Es gibt sicherlich andere Alternativen, als immer den Torwart von der Mittellinie aus drauf dreschen zu lassen. Langer Ball ins Seiten aus. Kölner hat noch ein paar interessante Spieler dabei, allen voran die Nummer 15. Namori Cissé ist gerade nicht auf der Platte, wird sicherlich gleich kommen. Top-Torjäger der Kölner. Vincent Suranek mit der 11, auch noch spannend. War in La Manga dabei, im Trainingslager. Der U16-Nationalmannschaft. Also Köln schon hier mit einer sehr, sehr ordentlichen Truppe angereist. Tabellenvierter in der Mittelrheinliga. 51:13 Tore. Der Titelverteidiger hier. Und das ist ein Dubitant, der Schiedsrichter David Jackson. Denn der ist mit seinen 22 Jahren zum allerersten Mal dabei. Und er sieht das erste Tor der Partie, Michael Özkan. Also für David Jackson heute Frivic Cup Premiere. Habe ihn vorhin noch bei Ankunft an der Halle auf dem Parkplatz getroffen. Da sagte er, noch ist der Puls ganz entspannt, aber wenn es dann nachher losgeht, dann wird er sicherlich etwas ansteigen. Also auch herzlich willkommen beim Frivic Cup. Sicherlich auch für unsere heimischen Schiedsrichter hier ein Riesending, dabei zu sein und ein Highlight, was er hat. So, Müller hat es bequem gemacht. Langer Tag auch für die Turniermaus. Ein bisschen Essen schnorren, wie man ihn kennt. Guter Abschluss. Pariert da noch das Ganze. So, Özkan baut auf mit Jonas Urbik. Wieder Özkan, Urbik, Position getauscht, jetzt die Überzahlmöglichkeit, den Ball hat er nicht mehr rechts rüberbekommen. Jackson geht jetzt noch ein bisschen in den Verkehr. Alles im Griff. Eintracht von Heide pfeift dafür. Dann ist der Not geklärt. Hannover jetzt mal mit dem tiefen Ball. Gut geschaltet, gut reagiert. Knapper Abschluss, Finn Martin Scharenberg war das da mit dem Versuch. Der Spieler mit der Nummer 9, der jetzt schon wieder fix auf dem Weg in die Defensive ist.
Foulspiel an Scharenberg, wobei da sicherlich auch zwei unterschiedliche Gewichtsklassen aufeinander getroffen sind, wenn wir hier Scharenberg anschauen. Das ist halt wirklich so, die Jungs sind 15, 16, die Entwicklungsstände, unglaublich unterschiedlich. Marco Reus, so bestes Beispiel damals, weggeschickt in Dortmund, als zu schmächtig empfunden. Diesen Fehler aber beim BVB dann für ganz viel Geld wieder wettgemacht, dass man an Borussia Mönchengladbach überwiesen hat. Das hätte man auch günstiger haben können, aber deswegen Riesenunterschiede. Gegen 1 Versuch hier. Foulspiel. Jetzt nochmal. Ja, reingesprungen, ganz klar, Sache gut gesehen. Zeit ist angehalten. Gutes Tempo, gute Dynamik. Also wenn die Kölner Richtung Tor kommen, das ist nicht so häufig, dann aber mit Macht und dann mit richtig Tempo. Hannover jetzt mit der Chance, das war eine Überzahlsituation und unnötig abgeschlossen. Da vorne Hamza Saito, der weiß, wie es geht. Mit 12 Toren, Top-Torjäger der Hannoveraner in der Niedersachsenliga. Und der nächste Torwartabschluss. Weit über den Kasten. Heute Abend gibt es da wieder einen Trainerstammtisch. Ich werde noch mal ein, zwei Zettelchen im Saale mitgeben. Mit der großen Bitte, spielt Fußball und lasst den Käse sein. Es wird sicherlich noch ein Torwart-Tor geben in diesem Turnier. Vielleicht noch ein zweites, aber die Quote ist einfach schlecht. Hannover 96 hat ja auch schon den einen oder anderen prominenten Spieler da gehabt. Waldemar Anton war im Jahr 2012 hier. Er hat es auch bei 96. Adriano Grimaldi, viele Osnabrück-Fans sind die noch kennen. Jetzt bei 1860 München. Marcel Halstenberg, 2007 von Leipzig, war hier mit Hannover. Kocker Rausch, Konstantin Rausch, 2006. Und natürlich der Weltmeister Per Mertesacker. Bei den Kölnern einige Prominenz. Christian Clemens, 2007 hier gewesen. Yannick Gebhardt, 2010. Timo Horn war hier, 2009. Mitchell Weiser, 2010. Und natürlich weiterer Weltmeister, Lukas Podolski, 2001. Topscorer gewesen. Hat er auch ein paar Videogrüße losgeschickt. Muss da mal reinklicken auf die Facebook-Homepage oder auf die Instagram-Seite des Freeway Cups. Auch da die Grußbotschaft von Lukas Podolski. Wer wird jetzt nicht den Tatort fest? Da haben wir ihn eingeblendet. Abstand wird geregelt. Und
Weiter geht's. Das war gut gemacht und das war mal ein sinnvoller Abschluss, weil er zumindest mal aufs Tor ging. Das war eine gute Variante, weil das hatten die Hannoveraner nicht auf dem Schirm. Den hat er auch noch sinnvoll Richtung Tor gebracht. Nicht ganz so platziert, aber diesen Spielzug nehme ich mal von meiner Meckerei und Jammerei hier aus. So, nächste Situation. Schade, bekommt Scharenberg den Ball nicht richtig kontrolliert. Da war die Hand, das war super gesehen. Die Hand am Trikot. Völlig richtig. Da, jetzt sehen wir es. Gut, da hält dann fest. Haben wir noch gerade gesehen. Es war von hinten noch besser zu sehen. Klare Freistoßsituation. Jetzt der Abschluss. 1,45 vor dem Ende. Nimmt Hannover wenigstens einen Punkt mit. Zeit genug wäre noch. Aber sie müssen zu Abschlüssen kommen. Sie müssen gefährlich werden. Das haben sie bisher im Laufe der Partie nicht wirklich hinbekommen. Jetzt die Kölner. Gute Möglichkeit wieder. Nächster Schussversuch knapp daneben. Also Köln am 2-0 gerade näher. Draußen haben die Hannoveraner mit Toroschis nicht so das Problem. 40 Treffer haben sie in 13 Spielen erzielt. Hannover passt jetzt auf. Oh. Ja, das hat Hannover gut zugestellt. Deswegen dieser das abenteuerliche Freistoß, den vielleicht Hannover nutzen kann. Foulspiel. Von hinten in die Beine an der Bande. Letzte Spielminute. Lebt sicherlich von der Spannung dieses Spiel. Jetzt nochmal der Schussversuch von Erik Muth. Zeit ist angehalten. Sehen wir hier nochmal. Ja. Klare Geschichte. Das hat wehgetan. Mit dem Kopf voll gegen die Bande geknallt. Da. Boah. Das tut beim Zugucken weh. Sicherlich keine Absicht, war wirklich unglücklich. Aber das hat wehgetan. Offenbar, dass da keine bleibenden Schäden. Ja, Blick auf die Hannoveraner Bank. Was können wir noch tun? Was können wir noch machen, um der Mannschaft hier gleich zu helfen, wenn es dann weitergeht? Hier gibt's letzte Unterbrechung, hat glaube ich keine Platzwunde. Steht jetzt zumindest schon wieder. Ja, wird noch ein paar Kopfschmerzen zurückbleiben. So, das Tor wird wieder geschlossen. Und dann geht es in die letzten 47 Sekunden. Medizinische Abteilung ist auch gleich da, sehen wir noch oben am Bildrand. Also beste Betreuung und Behandlung. Gute Besserung. Und damit ab in den Endspurt dieser Partie. Gibt es noch den Lucky Punch für Hannover? Nichts anderes wäre es zu diesem Zeitpunkt. Ball jetzt nochmal geklärt. Guter Ball, schade Idee. Ja, mal gut, da sah mal nach Fußball aus. Kugel weit, kriegt er den verarbeitet? Nee. Jetzt nicklich, Foulspiel, klare Geschichte. Uhr ist angehalten, 6 Sekunden auf der Uhr. Zwei Sekunden, Ball verstolpert, das war's. Mit 1:0 gewinnt der 1. FC Köln das Spiel gegen Hannover 96. Bis gleich.
Plümat. Sondermaschinenbau und Kunststoffkomponenten made in Espelkamp. Folgt uns auf